So, willkommen zurück zu Far Cry 4 und diesmal läuft das jetzt aber besser. Renn! Renne! Oh! So, nicht anfangen zu brennen. Unten bleiben. Die Musik ist geil. Die Waffe ist scheiße auf Reichweite, habe ich doch schon gesagt. Wie? Keine Muni jetzt. Oh. Uncool. Wo ist die Leiche? Wo habe ich den denn gerade geknickt? So. Auf, gib mir die Knarre. So. Oh, Scheiße. Okay. So, komm her, Kollege. Komm, raus damit. Nachladen. Na, geh doch da hoch jetzt. Der geht da nicht hoch. Hä, wo? Der Hubschrauber? Okay, Hubschrauber, Hubschrauber. Okay. Mein Dorf. Meins. Untergebracht. Ich sehe, hol sie da raus.
Und wo schreien die denn? Da hinten. Ach, Gemeindehaus. Ich bin bescheuert. Ich komme da nicht hoch. Da ist sie. Komm, Kleiner. Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen. Das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und sie haben Geisel. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Gott, die arme Kleine, was ein Trauma. Zurück zum Absender. Scheiße hat der Hurensohn gemacht. Der goldene Pfad muss Pagan und seine Anhänger töten. Dafür müssen sie büßen. Bruder, wir müssen reden. Zabal, was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht. Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig. Aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyrat ist auf den Schutz des goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder. Nichts wie hin. Halt, ich gehe noch zu mir erst nach Hause. Nee, das... Sie haben es zerstört. Unser Haus, aber unsere Wohnung sieht noch ganz gut aus, ne? So. Jagdbogen. So, wir verkaufen den Shit mal. Munition. So, die haben wir mal. Heilungsspritze, nehmen uns auch drei. Munition haben wir. Einzigartiges. Karten. Gegenstände. C4, Wingsuit. Nein. Wo ist denn... Ach ne, das sind nur die Optionen. Genau, M-Fähigkeiten. Herstellung, das brauche ich. So, Tod von oben. Sehr gute Kondition. Du hältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Ich glaube, Gesundheit ist hier erstmal das A und O. Herstellung. Waffengurt. Den Waffengurt brauchen wir ganz dringend. Dann holen wir uns auch gleich mal eine neue Waffe.
Eine Seitenwaffe wäre nicht schlecht, aber wohl ein zweites MG. Können wir die vielleicht aufrüsten? Neuer Lauf und Visier wäre nicht schlecht, aber leider nicht. Gut. Seitenwaffe. Die Scorpion. So. Jetzt holen wir die Geisel. Oh, die Musik gerade. So. Da oben müssen wir hin. Holen wir uns die Striche. Jetzt holen wir uns die Striche. Och, echt jetzt? Nein, nicht darunter. Da greift Pergamin uns einfach an, ey. Ich glaub's nicht. Das wird uns büßen. Wo führt uns der überhaupt hin? Ah, direkt davor, das ist gut. Dann fahren wir einfach mal. Also ich muss sagen, das Kampfsystem, das Waffengefühl, da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, beziehungsweise ich brauche auch mal ein neues Mousepad, weil ich glaube, ihr habt es auch gemerkt, Verfahren. Es zittert so die Ansicht ein bisschen, das ist kein Ruckeln. Das kommt von der Maus und dem Mousepad, das passt irgendwie nicht ganz, weil die Maus, die ich habe, die braucht, ich sag mal, ein etwas besseres Mousepad als die Standard-Mäuse, weil... Ja, die Maus einfach hohe Anforderungen hat. Ganz einfach. Das ist jetzt nicht so eine Maus wie einfach von Microsoft, die man einfach so USB-Punkt fertig. Nein. Diese Maus hat speziellere Treiber und auch eigene Programmierungen. Also die Maus ist etwas spezieller. Wie eine normale. Von daher braucht man leider auch ein neues brauche ich ein besseres Mauspad. Aber ich kann keins machen, weil ich habe vielleicht von 6 cm nach rechts, 6 cm nach links. Und das Mauspad für die Maus ist einfach noch größer. Das passt nicht hier auf meinen Schreibtisch. Von daher muss ich noch warten, ne? So, rette mindestens 2 Geisel. So, mal gucken. Auf der 1 ist die, auf der 2 ist die Scorpion. Los. Ich greife mal von oben an. Weitere Geiseln werden da in dem Haus sein. Hier ist eigentlich ein schneller Eingriff jetzt gefordert. Aber auch ein leiser Eingriff. Sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst,
bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. Geiselrettung, Mission beendet. Ja, das AJ, ging ganz gut. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Bevor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tut nicht. Na nö. Was ist denn das? Halbe Grafik. Naja, gut. Oh, da brennt's. Da brennt es und diesen Brand werden wir in der nächsten Folge von Far Cry 4 löschen. Da muss ich auch schon bald wieder in die Aufnahmepause, denn wir haben schon... Ah, 15 Uhr, das geht ja noch. Nein, das geht eben nicht. Ich muss dringend AJ, los... AJ. Was? Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Bitte was? Was war das denn? Was? Was bellen die denn da an? Oh, da sollte ich nicht runtergehen. Gut, sehen wir uns dann mal in der nächsten Folge von... Au! Was? Geh weg! Bitte! Sehr gut, Wow Wow. Bitte was? Deshalb machen die so eine Panik um diesen scheiß Adler. Der greift einen an. Verstehe. Na gut, dann sehen wir uns mal in der nächsten Folge. Jetzt weiß ich, warum die den Adler die ganze Zeit abschießen. Der greift an. Ja gut, das hätte ich mir, um echt zu sein, auch denken können. Aber der greift an. Der greift echt an. Naja, okay, gut. Hat ja eigentlich ganz gut geklappt, diese Geiselbefreiung. Recht schnell. 4 Leute getötet und 4 Geiseln gerettet. Ne, 5 Leute oder 6. Keine Ahnung, aber 4 Geiseln haben wir gerettet, also alle, die wir sollten. Und das ist, denke ich mal, ganz gut. Awesome.